Und damit begrüße ich euch zurück zur Welt-Europameister-Waldmeisterschaft in Martell. Keine Ahnung, was es gerade ist. Wir laufen gleich wieder im Kreis, schießen auf Scheiben, haben weiterhin einen wunderbar engen Anzug an und werden anderen Männern hinterherlaufen, die auch auf Scheiben schießen, auch im Kreis laufen. Und das werden wir wiederholen. Geil! Ich freue mich drauf. Ja! Von Martell. Kam Nebel, leichter Wind, 1 Grad. Ich finde, dieses Spiel hat ein sehr abwechslungsreiches Wetter. Die Bäume bewegen sich. Es ist einfach, es ist wie das echte Leben. Es kotzt einen einfach an. So, mehr Munition. Was? Achso, das ist das Ding, wo man nur ein paar Schuss hat. Und auch nicht so viel Zeit. Ah, das ist das wirklich Schwere. Oh, die geht gerade die Zeit aus. Jo, da war aber auch nicht mehr drin. Aber 100 Punkte. Jawohl, Baby. Fuck yeah. Das ging ja relativ flott. Ich dachte, das war eigentlich das Schwere, was ich ja einmal nicht gerafft hatte. So, wir trainieren. Wir nähen uns, lernen uns langsam dem Maximum an, was wir überhaupt haben können. Tim Meltzer natürlich wieder blendend gelaunt. Los, du Luder! Sprinte, du Sack. Naja, dieselbe Strecke schon wieder. Wow. Ja, die Fans sind auch zu Recht begeistert, vor allem der eine Norweger. Weil man läuft gar nicht schneller. Was zur Hölle? Hat jetzt aber nicht den Sprintspezialisten noch mitgemacht, oder? Ach, scheiß doch drauf. Ich glaube, er hat gerade den Sprintspezialisten mitgemacht. Bester Folgenstand. Ja, ich glaube, er hat ihn gemacht. Sehr gut. Ich liebe den Bergspezialisten. Das läuft bei mir einfach. Immer noch dieselbe Aufnahme, beziehungsweise wenn es jetzt schon in den Kommentaren stand, wundert euch nicht, warum ich es jetzt noch nicht geändert habe. Egal, wir haben gerade schon mal ordentlich sinnfrei Kraft verballert. Egal, was soll's. Wir werden es schon irgendwie reißen. Hier könnten wir jetzt so schön den Sprintspezialisten machen. Aber nein, den haben wir ja schon rausgehauen, weil ich A einfach zu lange gedrückt gehalten habe. Naja, gut. Wie gesagt, wir werden es schon schaffen. Wenn wir uns nicht verlaufen, dann schaffen wir das. Weltmeister bei der Europameisterschaft. Ich bin optimistisch. Juhu, wir fahren bergab. Und jetzt sprinten wir zum Schießen. Ach, das ist Verfolgung, oder? Was wir hier machen. Ist das Verfolgung? Ja, klar, die sind gerade erst losgelaufen. Ach so. Ich dachte, das wäre wieder irgendein anderes Ding. Oh, der war eigentlich nicht drin, oder? Ich will keine Strafrunden laufen. Lieber kriege ich 10 Sekunden Zeitstrafe. Aber Strafrunden finde ich ätzend. Da bleibe ich immer dran hängen. Bin ja sowieso hängen geblieben. Warum starten wir eigentlich immer, oder warum schießen wir immer von 4? I don't comprend reset. Komm, einmal geht noch. Und dann geht's da vorne gleich in den Anstieg rein. Und der Bergspezialist ist ein Traum. Ich beherrsche ihn absolut. Als in Frankfurt geborener Bergspezialist. Natürlich absoluter Wintersport-Experte, wenn wir hier mal im Taunus rodeln gehen. So, gehen in den roten Bereich, du Luder. Sprinten brauchst auch, komm, sprinten wir doch mal hier rein. Was haben wir schon zu verlieren? Oh, die sind schon mit dem Schießen fertig hinten. Freut mich. Freut mich persönlich. Aber eigentlich ist mir egal. Ha! Wo guckt ihr denn schon wieder alle hin? Doch, da guckt einer auf die Strecke. Oh Gott. Ich fühle mich beobachtet. Ich zittere hin und her. Okay, nein, wir nehmen das Spiel ja ernst. Aber momentan ist es jetzt auch nicht so spannend. Es war mal spannend. In einem einzigen Rennen war es mal spannend. In Oberhof. Erinnert ihr euch noch? Tage in Oberhof. Ja, das waren noch Zeiten.
Die Mark noch 50 Pfennig gekostet damals. So, sprinte. Hocke. Schieße. Laufe im Kreis. Sprinte. Ach, da liegen ja noch zwei. Können wir die uns jetzt mitnehmen? Das sind jetzt unsere persönlichen Sklaven. Auf, Tim. Tim, du schaffst es. Tim, komm, hochkonzentriert jetzt beim Stehenschießen. Wir sehen das. Hey! 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 Ich wollte sie einfach mal mit diesen beeindruckenden Bildern alleine lassen. Ich sieze sie jetzt, werte Abonnenten und Zuschauer. Ach komm, was soll's. Haul alle Energie rein und dann sprinte! Und ab in die Hocke und weiter geht's. Das wird doch eine super Zeit. Ich glaube, wir liegen leicht vorne. Ich glaube, wir sind leicht vorne. Ich bin recht optimistisch. Man merkt es mir auch an. Ich bin vor allem vollkommen euphorisiert. Und gut, dass wir den Sprint- und Bergspezialisten direkt in der ersten Runde gemacht haben. Ansonsten wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Wir wären auch nicht dieselbe Person, die wir jetzt sind. Es wäre alles anders. Es wäre einfach alles anders. So. Oh, das war aber ein ganz gutes Rennen. Wie gesagt, hätte man auch besser machen können natürlich, wenn man nicht alle Spezialisten in einem Eck verballert hätte. Und jetzt ab ins Ziel, mein Freund. Und 5,59 unter 6 Minuten. Ein Traum. Da hinten läuft auch in einer rum. Wahrscheinlich irgendein Irrer. 5,59, anderthalb Minuten Vorsprung auf den Campbell-Ken. Cordon Bleu auf Platz 3. Josh Dassan auf Platz 5. Oh, was war das? War schon. So, damit sind wir schneller als der Michael Wassmann. Den kenne ich aber auch nicht. Europameister bei der Weltmeisterschaft in der Verfolgung. Und wir haben schon wieder ein neues Level erreicht. Alter Schwede hier. Pro-Gamer auf einem neuen Level. Und jetzt geht's nach Martell. 1 Grad, leichter Wind, kam Nebel dabei und auch noch Massenstart. Ja. Das Bild kennen wir auch schon. Schießtraining! Nein, keine 50 Punkte, das schaffe ich doch eh wieder nicht. Okay, komm, jetzt mal hochkonzentriert. Achtung. Hallo? Die Maus funktioniert nicht. Was ist mit meiner Maus los? Beim 50-Punkte-Schießen. Wer hat sich das denn einfallen lassen? Hallo, schieß doch! Schieß verdammt nochmal. Das Publikum muss doch auch irgendwann mal nerven oder merken, dass es nervt.
Besseres zu tun, als da und rumzubrüllen oder was. Seid doch mal ruhig, ist wie beim Tennis hier. Ich muss mich schieß doch! Wir müssen die Sekunden holen. Haben sogar 51 geschafft. Ich will noch 2 Punkte oben drauf, bitte. Fick doch die Wand an, ey. So. Ich hasse den ersten Start. Ich hasse euch alle. Gott muss alle mal arschlecken. Ich könnte aber doch alle erschießen. Ja, natürlich. Hier jetzt den Bergspezialisten raus, ganz klar. Was man halt so macht. So, nochmal ein kleines Sprintchen in den Berg machen. Keine Ahnung, warum die Massenstart läuferisch am Anfang immer so unglaublich gut sind, so dass sie uns jetzt hier auch weghauen. Naja, wir sparen uns, wir teilen uns unsere Kräfte so ein, wie wir es können. So wie wir es gewöhnt sind. Vorne die Kuppe versuchen wir wieder mal zu umlaufen. Nicht wie die letzten Male. So, dann können wir, glaube ich, auch gleich nochmal sprinten. Hier konnte man nicht sprinten? Okay, man konnte nicht sprinten. Hab ich verwechselt. Kein Ding. Wir sind auf Platz 11. Da vorne fahren sie wie irre rum. Achso, stimmt. Da konnte man rein sprinten. Und das Feld hat das einfach mal komplett verpeilt. Naja, macht ja nichts. Umso schneller kommen wir nach vorne. Ja, klar, hau mir einfach mal weg, du Arsch. Hab ich da einfach weggeboxt. Tschüss. Liegenschießen, natürlich. Den Strapsgurt hat er noch an von letzter Nacht. Voller Pro-Gamer jetzt hier geworden. Macht nur mal vier Aufnahmen hintereinander von dem Spiel, ohne da mal 2 Wochen Pause rein zu ledern dazwischen. Und schon trifft man hier im Liegenschießen die kleinen Scheiben ohne Ende. Ohne Ende, so stehen. Da pack ich mal eine unangenehme Stimme aus, meine quietschende. Und ich habe schon überhaupt keine Ahnung mehr, was ich hier erzähle. Es ist auch wurscht. It's Sausage. Da kommt der Erste aus der Strafrunde raus. Hier vorne können wir jetzt mal unseren Sprint-Specialist machen. Hallo, Sprint, Sprinte. Okay, jetzt können wir wieder loslassen. Man muss auch loslassen können. So, wir haben jetzt ein bisschen Zeit verloren, aber macht ja nichts. Dann können wir oben den Bergspezialisten auch noch gleich mit reinledern. Was macht er denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt los? Läuft nicht mehr. Was zur Hölle? Was? Du Arsch, nimm mich mit. Ich laufe jetzt anders. Ach, guck mal, so, jetzt, vielleicht geht's jetzt wieder. Nee, er macht nichts mehr. Er macht gar nichts mehr. Aber wir können andersrum. Sehr schön. Sehr gut. Falsche Richtung. Aber es geht ja nicht mehr in die richtige Richtung. Er macht nichts mehr. Sprinten. Spezialisten. Ich muss zu einem Spezialisten aufsuchen. Wieso sind wir immer noch 13., obwohl wir seit über einer Minute in die falsche Richtung laufen?
Komm, geh in die Hocke. Ja. Sehr schön. Super. Falsche Richtung. Warum? Wir haben gerade leider alle Energie verloren. Komm, bergauf in die Hocke. Komm, komm, mach, mach, mach. Auf. Ja. Ja. Ah, schaut euch das an. Trockenübungen im Wettkampf. So gut sind wir einfach schon. Wir sind einfach so fame. Wir denken uns, was soll's? Was soll der Geiz? 0,2 Stundenkilometer legen wir gerade zurück, obwohl wir uns gar nicht vorwärts bewegen. Ich finde es schon ein bisschen geil, wie er da immer hin und her. Oh, jetzt ist leider der Abhang weg. Jetzt sind wir bei 0,0 angekommen. Komm, komm schon, jetzt hau rein. Mach den Sprint, Sprint. Hier, Spezialist. Ich drücke irgendwelche Buchstaben. Ja, ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Hallo? Warte auf mich, ich komme mit. Ich komme mit. Ja. Ah, okay, der ist weg. Egal. Ja, was? Was? Ich komme mit. Ja. Leute, könnt doch nicht alle einfach immer... Von jedem kriegt man noch so einen Check mit. Ist ja wohl das allerletzte. Auch von dir, du Mann mit der Partnermütze. Wartet auf mich. Wartet, ich komme mit. Ich glaube, das könnte eine neue Bestzeit werden. Wir können auch ein bisschen Werbung machen für DEDK24 und Nesquarti, natürlich. Checkpoint, Metragox und Lassfall. Also, lasst einfach alles fallen. Da müssen doch noch welche kommen. Da ist er schon, mein Freund und Kupferstecher. Komm. Das gibt es doch nicht. Komm schon. Ja. Doch, das muss doch irgendwie hin und es ist einfach zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Jo, ich würde mal sagen, das lief richtig gut. Wir gehen nochmal in die Stefan Hocke und haben, glaube ich, alle Kraft verbraucht. Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, er ist wie bei der Stanley Parable einfach mal in der Besenkammer gestorben. Also, das war's. Ich würde das Spiel jetzt hier quasi gerade mal abbrechen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir dieses Rennen nochmal. Ich nehme das jetzt mit in die Aufnahme rein. Finde ich eigentlich ganz geckig. Zeigt, wie toll und grandios dieses Spiel ist. Jo. Also, wir sind durchaus erfolgreich, wir lagen in Führung, wir haben den Bergspezialist gemacht und das Spiel ist dann einfach, oh, keine Ahnung, irgendwie ist unser Spieler implodiert. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann machen wir das letzte Rennen der Europa-Weltmeisterschaft in Martel und freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Also, bis dann. Aua, habt ihr das noch gesehen? Fett eine mitbekommen. Das war so ein Hater auf YouTube wahrscheinlich. Alter, was ist denn los mit euch? Wo kommen die denn jetzt noch her? Also bitte, ist doch schon dunkel geworden. So, jetzt aber Feierabend. Ciao.